Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zum neuen Teil vom M. Wir sind hier dran, die letzten Sachen quasi zu machen für die Vorderachse. Ich hatte das schon versucht, aber ein bisschen gefailt. Tim ist auch dabei, ne? Und guten Tag. Wir machen hier, oh mein Handy verbrennt, die alten Lager nochmal runter, weil ich habe hier ein bisschen verkackt. Ich habe das versucht mit den Univaldum-Lagern auf die originalen Querlenker. Ja, ging nicht mehr raus, das heißt, ich muss ihn ausbauen, dabei kaputt gegangen. Wir haben hier jetzt die alten Querlenker vom Drifter. Tim hat hier schon den alten Lolli, das alte Lollipop-Lager runtergemacht. Da macht das gerade. Mit so einem Abzieher. Ja, während Tim das jetzt macht, werde ich mich um die Hinterachse kümmern. Die ist eigentlich fertig, bis auf ein Teil, das habe ich mir so einmal noch neu geholt. Und zwar sind das die Dinger. Die wollte ich nicht gebraucht wieder einbauen. Weil die sehen halt richtig kacke aus, ne? Ja, wollte klar sein. Da hat der Lauri neue bestellt, die habe ich auch abgeholt, die liegen jetzt im Lager. Hole ich gleich. Und dann kann der Stabi hier hinten auch drauf. Und dann haben wir das auch schon fertig. Dann ist die Hinterachse komplett fertig. Alles tut du komplett. Ja? Und wenn er jetzt gleich auch noch alles hinhaut, dann haben wir die Vorderachse ebenso fertig. Und dann kann der Wagen auf seine eigenen Beine mehr oder weniger. Und dann können wir, oder auf die Räder, ne? Dann können wir anfangen, halt die ganzen Sachen wie Türen und so weiter dran zu machen. Ein Kabel musst du, glaube ich, noch hier wickeln, ne? Ja, und das Steuergerät auch hoch und dann müssen noch Kabel genau. Für das Dinger gemacht werden. Genau. Ja, also die vom ABS-Dings, die müssen auch ordentlich gemacht werden und dann geht das eigentlich. Also das ist jetzt nicht so viel. Das Steuergerät hier fest, genau, das haben wir auch noch, müssen wir auch noch machen. Ja, das sieht aber ziemlich gut aus. Also das ist machbar, würde ich sagen. Machbar. So, guck dich das mal an. Gut, ist Mann. Die haben wir jetzt drauf gemacht. Jetzt haben wir die jetzt relativ schön hier ein bisschen runtergeflext. Jetzt gehen die auch mit leichten Schlägen halt drauf, dass sie relativ schön fest sind. Dann muss ich noch neue Schrauben dafür holen. Ich bin gerade im Baumarkt gefahren, habe extra neue Schrauben geholt, damit das Ganze auch hält. Ja, Querlenker sind auch wieder drinne. Ja, und wir haben in der Zwischenzeit noch Univaldum-Lager verbaut. Die sind jetzt auf höchste Stufe eingestellt. Einfach, dass der Reifen so einigermaßen schon gerade ist. Der wird, denke ich mal, noch ein bisschen, wenn er eintaucht, ein bisschen den Sturz reingehen, aber das ist nicht schlimm. Das muss sowieso hinterher alles eingestellt werden. Wir haben jetzt einfach nur gemacht, dass das Ding hier relativ einfach rollen kann. Ja, Stabi ist dran. Hinten die Querlenker sind dran, Domlager sind dran, Pendelstütze ist dran, das Lenkgetriebe ist dran. Ja, in der Zwischenzeit habe ich noch hinten, also Tim hat dann noch weiter gewickelt, hat das hier fertig gemacht, hat hier die ganzen Steuergeräte fertig gemacht, hier die ganzen einzelnen Kabel auch alle gewickelt, richtig schön, das sieht richtig geil aus. Hier unten alles hochgebunden, also hier wie es hoch soll. Ja, auf der anderen Seite hat er auch, ja schon, der hat die ganze ABS, Leihen hat er dann noch fertig gemacht, auch da unten alles noch fertig. Hier machen wir uns jetzt einen neuen Massepunkt, weil die haben den ja hier abgeflext, quasi der hier rauskommt, haben die da weggemacht. Ja, das war es eigentlich schon, was wir jetzt gemacht haben. Ich habe noch hinten den Stabi gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennt, aber Stabi ist auch drin. Genau. Ja, das ist bis jetzt der Punkt. Tim muss jetzt schon los, beziehungsweise wir haben Schluss gemacht. Heute ist halt auch, weiß nicht, kein guter Tag gewesen. Also beide waren wir nicht gut drauf. Und bei sowas dann weiterzumachen, ist ehrlich gesagt Schwachsinn. Deswegen werdet ihr uns jetzt gleich in neuer Frische wiedersehen. Und sehr wahrscheinlich werden wir uns um den Motorraum kümmern. Dass da wieder was reinkommt, was da eigentlich reingehört. Aktueller Stand ist, ich habe mit dem Motor angefangen, so halb. Dann müssen nur zwei, drei Sachen gemacht werden. Das war an der Ventildecke. Und das war natürlich hier grauenhaft nicht sauber. Tim versucht jetzt gerade hier das Ding abzumachen. Das ist eine Art AGR-Pumpe. AGR auf Oldschool. Geht? Ich komme drauf, aber das wirst du nicht abgedreht bekommen. Ja, in der Zwischenzeit hat Tim hier innen schon eigentlich alles gewickelt jetzt fertig. Boah. Los?
Schritte rum. Ja, hier das Steuergerät oben festgemacht. Das ist, hat ja keine richtige Position mehr, weil der Halter fehlt. Wir haben einen kompletten Halter deleted, also von allem hier unten. Auch Kampfverbinderhalter haben wir einfach komplett weggemacht. Neuen Massepunkt hier unten geschaffen. Ja, Einziehnieten reingemacht, um die ganzen Steuergeräte festzumachen, weil hier hinter ist eigentlich relativ viel Platz. Hier haben wir ein paar Bolzen weggeflext, die nicht mehr benötigt werden. Die sind nur für die Dämmmatte zu halten. Kabel hier unten ordentlich gelegt. Geht jetzt hier ordentlich weiter. Ja, auch bis hinten alles mit, schon mit Kabelbindern vorgefertigt, nämlich ganz festgezogen, damit wir das Ganze bewegen können. Plus Kabel hinten auf der anderen Seite gelegt. Ja, ist auch komplett fertig schon. Innenraum haben wir hier den Aktivkohlefilter, haben schon mal gemacht. Plus Kabel liegt bis hier oben, also hier, ja, wie es sich gehört. Halter mussten wir anpassen, weil er unter dem Käfigding war. Ja. Wischermotor wollten wir reinmachen, aber da sind uns so ein paar Schrauben bzw. Abstandshalter abhanden gekommen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja. Der Rest ist fertig. Hier ABS-Modul ist drin. Ja, wir bereiten den Motor vor, dass wir vielleicht einbauen können. Machen wir hier noch die ganzen Sachen, die vorher gemacht werden müssen. Ne? Also hier sowas zum Beispiel hier, Schlauch drauf, ne? Alles was so vorher gemacht werden muss und sowas, das machen wir noch vorher. Und dann kann das Ganze schon eingebaut werden. Dann sind wir auch schon soweit ready. Ich mache so einen Ventildeckel eben und dann schauen wir mal weiter. Leider kein weiterer Progress, außer der Ventildeckel ist fest, ne? Den haben wir fertig. Guck mal, muss ich auf Drehmoment ziehen. Ist er auch drauf. Zündspulen haben wir neu reingemacht. Also ich hatte auch schon weggeräumt. Mann, heller. Ich wollte doch zeigen, dass es original heller war. Kannst du rübergehen? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja, die sind drauf. Ja, wir wollten jetzt eigentlich noch weitermachen, bezüglich Motoreinbau, aber wir haben zwei, drei Sachen. Eine Sache, oder? Die jetzt ein bisschen problematisch ist. Und zwar, dadurch, dass der Wagen keinen Wärmetauscher mehr hat, müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Wasserleitungen hier verbinden, sodass sie halt zusammen sind und dass sie halt nicht zum Wärmetauscher gehen. Hier vorne geht es zu dem Ventil und der hier geht dann weg zum Wärmetauscher. Ja, keine Ahnung. Da müssen wir mal gucken jetzt. Das ist die Idee gewesen, dass wir eigentlich weitermachen, aber wenn wir das nicht wissen, das ist ein Scheiß im Auto zu machen, wenn das eingebaut wird, wieder ein Motor eingebaut ist. Aber ich sag mal, dafür ist ja alles andere jetzt ready und fertig. Ja, das haben wir abgebaut auch, stimmt. Das haben wir auch gemacht, ne? Ja, das Ding, das ist so eine Art AGR-Pumpe. Das ist ein bisschen was älteres System quasi für AGR. Und wir werden auch Abgase quasi hier mit Unterdruck quasi zurückgeführt. Das ist komplett weggefallen. Das kommt nicht mehr rein. Ja, will ich nur erwähnt haben. War eh kein Riemen drauf mehr und wir haben das ganze Teil dann quasi jetzt rausgemacht, sodass halt hier auch weniger Gewicht quasi ist. Also da haben wir schon eine ganze Menge gespart, würde ich sagen. Das ist nicht wenig. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Bleibt spannend. Oh, guck mal, das Armaturenbrett ist schon wieder gekommen. Schön geflockt hier. Oh. Das sieht auch tatsächlich ziemlich gut aus. Leichte Stellen, die mir nicht gefallen. Sowas zum Beispiel. Hier und an der Stelle ist noch eine da. Aber zeigen wir euch gleich, was dann raus ist. Aber wir werden jetzt Motor soweit ready. Da muss jetzt erstmal nichts mehr gemacht werden, soweit ich weiß. Tim hat schon die Pedalerie ausgebaut. Also Kupplung und Bremse. Weil hier machen wir die Dinger rein. Von dem Juden 4 Litern. Ne? Oh, der hat hier so Pedalhülsen gemacht. Die wiederum, das sind die Originalen. Die neigen dazu zu brechen. Oder was auch immer. Doch, die brechen, ne? Ja. Auf jeden Fall machen wir das jetzt quasi hier eben rein. Da ist ein Drehmühlaufsatz bei, ne? Um das Ganze ein bisschen größer zu machen. Können wir das hier schon sehr schön demontiert. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich nehme die Teile auf, damit ich
das da abnehmen können. Ah. Und jetzt kann ich das hier so komplett rausnehmen. Ah, und da sind auch nochmal. Okay, das sind jetzt vier Stück auf jeder Seite. Zwei Stück auf jeder Seite. Holz geht auf. Also das ist ein Teil, ne? Auf beide Seiten sehe ich nichts. Das sieht auch gut aus, ne? Tada! Andere habe ich auch schon gemacht. Die ganze Pedalerie ist wieder drin. Bremskraftverstärker, wie ihr seht, auch. Die muss ich noch festschrauben hier. Die Leitung. Die hier oben noch, die hier unten habe ich festgeschraubt und die drei Schläuche hier draufstecken. Dann haben wir das auch fertig. Ja, oh, Steckdruck lassen. Genau, der kommt noch hier drauf. So, zack. Dann sind wir damit auch durch. Ich habe hier schon den, wie nennt man das Ding? Das, eigentlich ist es ja so ein Gelenk aus Gummi. Ne, da wollte das unbedingt als starres System haben. Dann habe ich die Motorlager von Powerflex schon drauf gemacht. Also die sind jetzt nur so am draufliegen. Kabel haben wir alle richtig gezogen hier. Ja, Platte haben wir schon gemacht. Die Platte, diese komische, ja, die Liegplatte quasi für den Wasserkasten von innen. Dann ja, haben wir das Armaturenbrett, wie ihr seht, ist drin. Haben wir gebohrt, haben wir auch nochmal angepasst. Das sitzt jetzt tatsächlich so, wie es sein soll. Wir mussten den Halter bearbeiten hier. Den mussten wir biegen. Haben wir hier hinten geschnitten, zusammengeschweißt wieder neu, dass das Ganze auch ordentlich wieder hält. Ja, dann haben wir die Pedalhülsen, habt ihr gesehen. Motor haben wir jetzt noch nichts gemacht. Die Platte zeige ich euch, die habt ihr noch nicht gesehen. Die haben wir quasi geschnitten, gebogen, den Marcel mir mitgebracht. Das ist 08er Edelstahl. Und ja, das ist eigentlich, er ist jetzt ein bisschen matschig, ne, und hier oben ein bisschen verkantet, aber das soll nur so eine Platte sein, die das quasi zumacht halt. Ne? Das ist jetzt, der soll nichts halten oder sowas. Da wird nichts rangeschraubt, gar nichts. Ich habe Dichtmasse quasi rumgelegt und das lassen wir jetzt komplett aushärten. Das ist schon trocken. Das wirkt dann oder es fungiert halt in dem Moment als Dichtung einfach, damit das Ganze nicht so vibriert und rumflattert. Ich hatte leider keine andere Dichtmasse, sonst hätte ich eine andere Farbe genommen. Aber wie gesagt, da braucht nichts Sinn. Ja, was haben wir noch? Habe ich euch das gezeigt hier schon? Ja, ne? Ich glaube schon. Der, ja, für die Wärmetauscher, der 180 Grad Loop. Ne? Den haben wir da schon drauf. Ja, Motor ist quasi ready. Ja, Tacho, hier, wer ist es? Ja, genau, Tacho haben wir auch gemacht. Hey, wir haben auch echt viel gemacht hier. Ja, aber wir kommen so ganz schleppend voran. Ich dachte, das geht viel, viel schneller. Aber gut, ich denke mal, das ist jetzt auch nur bei den doofen Sachen jetzt. Ne? Und zwar habe ich das Gehäuse schon abgemacht quasi. Also das Plexiglas, das liegt da oben im Müll. Das ist jetzt ein anderer von mir, also hier muss auch noch eine andere Platte rein, ne? Das ist doch die Originalplatte von dem Cover von mir. Damit das Ganze, was ist da, wo habe ich eben noch gesehen? Da hinten, ne? Ja. Damit das Ganze auch später da drauf kann, ist quasi so gemacht jetzt, dass wir das hier hinterher einfach nur so drauflegen. So. Zack. Ja. Und dann, damit das keine Klappe mehr hat, wird hier hinter einfach nur so eine Art Ringe drauf gemacht. Ne, also ihr kriegt hier so eine Art, ja, wie nennt man die Dinger? Chromringe hier, so Tacho-Chromringe. Und dann machen wir eine Plexiglasscheibe einfach drüber. Vorher muss ich das natürlich hier noch gerade machen, logischerweise, aber dann wäre das Tacho quasi so fertig. Und das Ganze muss dann in das Armaturenbrett hier noch rein. Das mache ich aber morgen. Ne? Das mache ich nicht mehr heute. Und die Tachoscheiben muss ich auch noch hier raus machen. Ja, aber das jetzt nur für den Anfang. Ja, das ist jetzt Teil 1 quasi. Das ist aber eigentlich ziemlich gut, weil dann haben wir zumindest ein bisschen Schutz.
was das angeht. Und die Befestigung muss ich Laurin irgendwas ausdenken, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe zwar Glasfaserspachtel geholt und Glasfasermatten, aber habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu machen. Das ist blöd gesagt von wegen keine Lust zu machen, aber ganz ehrlich, das Armaturenbrett ist frisch beflockt. Wenn wir hier mit Glasfaser rangehen, ist das komplett wieder nicht mehr beflockt, weil die ganze Scheiße überall rumklebt. Ich habe keine Ahnung, wie man das damit richtig umgeht. Und ich will das nicht in einem anderen Fremdfahrzeug machen. Aber ihr seht, wir haben hier schon Schrauben drin. Die Schrauben werden nicht bleiben, schätze ich mal. Das sind jetzt einfach nur die einfachsten Schrauben, die wir machen konnten. Unten sind Einziehnieten drin, ne? Damit man das Ganze schön einfach von oben schrauben kann. Genau wie das Steuergerät, hatte ich glaube ich schon gezeigt gehabt. Steuergerät für Check Control ist dahinter versteckt, auch mit Einziehnieten, alles fest. Hier das Ding in der Mitte ist fest. Wir haben hier noch mal ein bisschen nachgeschliffen, ne, auf beiden Seiten, damit das nicht unter Spannung steht hier, weil das schon sehr stark unter Spannung war und jetzt geht es eigentlich. Müssen wir hier unten noch einen Halter bauen, beziehungsweise werde ich Laurin sagen, dass er sich aus 3D eindrucken lassen soll von dem Kollegen, der hat auch ein paar andere Sachen für ihn gemacht. Und dann soll er sich da einen Halter drucken, zwei Löcher, reinschrauben, fertig. Dann ist das auch fest. Alles andere braucht eigentlich nicht mehr fest, weil es kommt nichts an das Armaturenbrett, was irgendwie was halten muss. Da kommen noch drei Schalter. Was kommt noch rein? Drei Schalter, eine Anzeige und zwei Löcher für einen Art-Zigarettenanzünder. Einmal mit USB und einmal normal Zigarettenanzünder. Easy. Das werden wir alles morgen machen. Wir haben jetzt zwei Tage hintereinander gearbeitet, ohne was zu filmen. Ich packe das alles in ein Video. Tim macht hier Sport. Scheiß Ding. Ja. Schnell Rostlöser. Mach, benutzt, was du meinst. Also, kurze Info. Was haben wir über die zwei Tage gemacht jetzt, Tim, wo wir dich gefilmt haben? Alles. Alles, ne? Alles. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt waren. Ich habe Motorlade reingemacht. Die sind zwar nicht fest, die liegen nur drinnen. Dann habe ich das Gelenk hier reingemacht. Das ist ja dieses starre Gelenk, wo vorher so ein Gummiding war. Das ist aus dem E46 hier. Müsst ihr leider ein bisschen einschneiden. Nee, warte, das ist nicht aus dem E46. Das ist aus dem E46. Deswegen passt das hier auch nicht. Das müsst ihr ein bisschen einschneiden. Und dann ist das Start. Z3, glaube ich, oder sowas. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir die Lollipop-Lager. Das müsst ihr eigentlich noch gesehen haben. Ja, die Platte. Unsere Delete-Platte. Genau, das war, glaube ich, der letzte Rest, den ihr gesehen habt. Die ist dran, die ist fest. Kabel haben wir hier durchgeführt mit allen möglichen Zusatzsachen, die wir hier brauchen. Plus, Minus ist natürlich auch bis hier oben gelegt. Wir haben den Halter hier umgebogen, damit das der passt für diesen Überbrückungsblock, weil der Käfig da vorbeigeht. Ja, dann, wie ihr seht, die Türen sind dran. Türen sind dran. Wir haben heute tatsächlich angefangen mit den Türen. Und das Ganze ist ein bisschen, ja, ich sag mal, ja, nicht aus dem Ruder gelaufen, aber wir haben uns ein bisschen aufgehangen damit. Laurin wollte Carbon-Türverkleidungen hier haben. Wir haben angefangen, die zu schneiden oder zu bohren. Ja, nee. Das haben wir dann auch direkt sein lassen. Weil, also ich habe nicht das richtige Werkzeug anscheinend dafür, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, wie war das erste Loch? Das Carbon, um das sozusagen erstmal diese Pappen, ich weiß nicht, wo sie gerade sind. Die sind halt ultradünn, die sind Millimeter dick oder so. Also nicht mal. Wenn überhaupt. So, und das Problem ist jetzt, wenn man jetzt da reinbohrt, dann springen diese Fasern, weil die liegen ja übereinander so. Carbonmäßig. Genau. Ja. So, und wenn du jetzt mit da reinbohrst, dann springen diese Fasern auseinander. Genau. Das heißt, das Carbon reißt quasi. Und das ist genauso lackiert wie das Armaturenbrett. Apropos das Armaturenbrett, zeigen wir euch gleich, haben wir auch noch gemacht. So, auf jeden Fall ist das dann, das reißt so auseinander. Wir haben uns jetzt noch nichts herausfinden können, wie man das am besten machen kann. Nee. Wir haben mit Gräme versucht, mit dem Akkubohrer, genau. Großen Bohrer, kleinen Bohrer, langsam, schnell. Eigentlich. Du hast ja auch viel Erfahrung jetzt gehabt, weil das zeige ich euch gleich, wenn man das Armaturenbrett fertig gemacht hat. Und du weißt ja selber, wie schnell so ein Dremel einfach durchgeht. So, also, weil es so extrem dünn ist. Und es gibt da bestimmt irgendeinen Weg, 100%. Irgendein Werkzeug gibt es dafür bestimmt. Das ist genau dafür da. Ist. Was wir schon gesagt haben, sowas wie ähnliches wie Gürtelnieten so ungefähr, wenn man einen Löcher reinmachen will oder sowas. Ja. Aber sowas haben wir halt nicht. So. Genau, um euch das mal zu erklären, was Tim jetzt gerade meint. Warte, ich muss mal nach hinten ziehen, das Auto. Oh, das wäre jetzt. Wollen wir das mal zeigen? Das ist die Hinterbeschuhung.
Wir haben nur dieses Loch gebohrt in diese Carbonscheibe. Und wir hätten ja jetzt noch alle anderen Löcher drumherum bohren müssen. Erst war die Idee, die vorhandenen Löcher zu nutzen. Die hier. Dann meinte Tim, ey, pass auf, das funktioniert zwar, sieht, wird aber hinter den Ecken flattern und ja, drückt sich halt in der Mitte weg, anstatt außen, wo es halt fest sein soll. Dann ist hier eine Beule. Ja, das ist halt auch nicht gerade schön, ehrlich gesagt, weil das drückt es nach oben. Den haben wir komplett zugemacht, also der wäre quasi nicht mehr sichtbar hier gewesen. Ja. Ist aber auch nicht schlimm, weil die Türen eh nur noch mechanisch funktionieren. Die haben keinerlei Elektrik mehr. Das Kabel ist zwar noch hier drin, aber geht kein Stecker mehr hin. Wir müssen den Stecker aber dran lassen, weil sonst ist nicht wieder dicht da vorne. Das ist das Problem. Ja, der einzige Kontaktschalter ist, glaube ich, der hier hinten noch. Die anderen sind alle aus. Und die Türe hier geht auch zu. Die ist die best eingestellte Tür, glaube ich, überhaupt. Ne? Gerade. Das finale Werk, wenn das sowieso alles, das muss noch poliert werden und so weiter. Genau. Und dann kannst du immer noch mal richtig diese paar Platten besorgen, die du dazwischen packen kannst. Ja, die würde ich sowieso gleich bestellen. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind die Platten, die man hier zwischen die Scharniere macht. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die um die Türe halt immer ein bisschen weiter so vom Rahmen weg oder näher zu drücken, beziehungsweise halt nur weg oder vorne hinten oder sowas. Weil vorne ist sie ein bisschen anders als hinten. Und ich habe anscheinend nicht alle Platten oder hatte sie dran gelassen, wo der Wagen nach Polen gegangen ist. Ja, jetzt sind sie natürlich nicht mehr da. Ist klar. Gut, das hätten wir dazu. Aktueller Stand jetzt, mehr oder weniger. Motor ist auch soweit fertig, hatte ich ja gesagt gehabt. Tim hat auch, oh, stimmt, du hast noch in der Zwischenzeit was gemacht am Motor, genau. Und zwar haben wir in der Zwischenzeit hat Tim noch hier ein Kabel eingezogen, was hier unten endet. Ihr seht da zwei Kabel, da unten, das hier und das schwarze müsste daneben sein, genau hier. Wir kriegen einen anderen Öldeckel, den zeige ich euch mal, der müsste nämlich hier vorne liegen. Und zwar ist das dieser Öldeckel hier. Der Öldeckel ist quasi ganz normal, also schraubt ihr fest, hat aber zwei Löcher. Haben wir für Öldruck, Schrägstrich Öltemperatur, könnt ihr euch aussuchen. Wir haben hier Öldruckanzeige, ne, und deswegen auch die zwei Kabel, ne, weil ihr die direkt hier dran macht und der Öldeckel natürlich direkt hier vorne, ne, so hintersetzen wird. Und dann können die zwei Kabel da dran, die Kabel, die Masse geht hier unten hin. Und der Signalleitung, nennt man Signalleitung, ja, ne? Ja, oder? Ja. Die geht dann durch den Kabelbaum, Tim hat es richtig alle aufgemacht hier, kommt dann hier hinten am Steuergerät raus. Quasi geht einmal durch den ganzen Kabelbaum, durch die ganzen Plastikdinge und kommt hier oben raus. Richtig gut hat er das gemacht. Ja. Ne, finde ich echt gut. Also das ist, ganz ehrlich, ich habe gehört, ich hätte es nicht gemacht. Ja, aber das ist natürlich die cleanste und schönste Variante. Das steht fest. Ja, und dann kommen wir zum Armaturenbrett. Das hat der Tim gestern hier ja, sozusagen komplett alleine gemacht. Ne? Ich habe quasi gar nicht geholfen dabei. Ja, alle Anzeigen reingemacht, Lichtschalter. Haben wir hier. Sind die fest alle? Die kann ich drehen, ne? Ja, ist alles fest. Okay. Also Lichtschalter haben wir hier. Die haben wir aus dem Gehäuse rausgemacht. Ist jetzt nicht der schönste, aber funktioniert. Nebel und Nebelschluss haben wir hier. Hier haben wir, das soll hinterher Lüfter an und aus sein, beziehungsweise Lüfterautomatik, beziehungsweise Ein- und Automatik oder sowas. Ja. Dann beheizte Heckscheibe, brauchen wir auch noch hier. Öldruckanzeige, Voltmeter und Warmblechanlage. Nicht zu vergessen haben wir noch eine Seite hier. Einmal USB. Ja. Und einmal nochmal 12 Volt, wenn du so ein, zum Beispiel ja, so ein Tracktimer oder sowas halt drin machen willst. Oder wenn du deine Zigaretten anmachen willst. Ja, ne, das ist aber kein richtiger Zigarettenanzünder. Das ist halt nur so ein. Da kannst du nur dann. Der wird trotzdem funktionieren. Nein, ich krieg's doch nicht. Ja, dann hat man noch ein bisschen Probleme mit dem Kombi-Instrument. Also ich habe das Kombi-Instrument gemacht, Tim hat gestern das Ding alles gemacht. Das ist auch alles fest soweit. Genau, die beiden. Stimmt, die haben wir vergessen. Das ist hier Leuchtweitenregulierung und Dimmer, ne? Genau, die werden wir nicht verbauen. Das habe ich auch schon so abgesprochen. Die werden einfach nur hinten hingelegt. Die betätigt man einmal, dann bleiben die eh so. Oder? Ja, Lichtdimmer auf jeden Fall. Ja. Leuchtweitenregulierung auch. Ja, jedoch möchte der deutsche TÜV das haben, wenn du da einstellen kannst. Ja, aber gut, okay. Ich sag mal so, wenn dein Auto nie anders beladen wird, dann brauchst du die eigentlich nie verstellen. Ja. Gut, und das werden wir dann dahinter verstecken. Kombi-Instrument habe ich dann in der Zeit, wo Tim dann daran war. Jeder hat hier auch gestern hat jeder gebastelt, ne? Ja.
habe ich dann das Kombi-Instrument quasi bearbeitet. Ihr seht, da fehlt das Cover. Das ist auch noch nicht komplett final fertig, weil das Originale wäre hier. Da habe ich tatsächlich nämlich noch nichts dran gemacht. Also das ist das Originale, das habe ich nicht zerschnitten, keine Angst. Ich habe mir aus meinem Lager, ich habe nur so ein paar kaputte gehabt, habe ich einfach welche geholt, dieses Cover hier. Und das kann man jetzt auch, damit ihr seht, was ich meine, kann man das hier abziehen. So. Und das habe ich quasi so gemacht gestern. Auch mit dem Dremel hier entlang, nur schön. Sieht jetzt aber nicht perfekt aus, man könnte es jetzt noch ein bisschen anschleifen, lackieren, damit man es gar nicht mehr sehen. Aber ist so. Und zusätzlich habe ich diese komische Harman Motorsport Tachoscheibe geändert. Hat der Laurin hier auch eine neue besorgt, die wollte er weg haben. Habe ich ihm dann geändert. Ja, das, warum das Ganze hier so bleiben wird, ist, wir werden hier noch so eine Art ja, Tacho-Chrom-Ringe oder sowas, halt nur nicht in Chrom, drauf machen, dass das Ganze sich erhöht, damit das über den Zeigern kommt. Und dann wird einfach eine Plexiglasscheibe drüber gemacht. Mehr nicht. Grund ist, weil das hier gar nicht in das Armaturenbrett passt. Das ist so schlecht geformt, das Armaturenbrett hier, dass das immer irgendwie scheiße stehen würde. Ihr seht jetzt hier, wenn ich es jetzt weiter reinmachen würde, die obere Kante wäre. So. Wenn das oben drin wäre, hättet ihr hier und hier Löcher, ne, nur nicht in der Dimension, wie ich es jetzt zeige. Aber ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. Oh, war viel Gelaber in einem Take. Aber ich würde damit das Video auch tatsächlich beenden. Viel ist nicht mehr. Viel Kleinkram, ja. Aber der Rest ist auch alles fertig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe, euch zu zeigen. Wir haben halt viel gearbeitet und wenig quasi gefilmt. Wie gesagt, die Platte ist da. Das ist zu. Die Kabel sind alle fertig. Pedalhülsen habt ihr gesehen, das weiß ich. Hier müssen wir die Kabel quasi festziehen und dann einmal aussaugen und auspusten. Und dann ist das quasi auch schon sehr nah an fertig. Wir warten jetzt noch, also das Armaturenbrett hätten wir schon reinmachen können, ja. Wir warten aber leider auf einen Stecker. Das ist ein Conti-VDO-Anzeige hier. Und die haben so einen speziellen Stecker. Und diesen Stecker habe ich nicht. Und haben wir vergessen oder hat Lauri vergessen. Wir haben da ganz am Anfang mal drüber gesprochen, das weiß ich noch. Das ist aber ganz, ganz am Anfang. Da war das Auto noch, ich glaube, nicht mal bei mir. Ja, und anscheinend ist es untergegangen, vergessen, meine Güte. Ich habe jetzt einfach neun bestellt. Die Dinge sind tatsächlich schon teuer, kostet 20 Euro, nur der Stecker. Aber das ist ein cooles Gate, weil das kann auch Campus. Also das ist eigentlich ziemlich cool, ist aber, wie gesagt, teuer. Also auf der teuren Seite. Ja, warum habe ich gestern eigentlich nur das Tacho gemacht? Das möchte ich dann nochmal kurz erwähnen. Und zwar könnt ihr euch an den Getriebeausbau bei meiner Mutter erinnern. Ich denke, der eine oder andere ja. Da hatte ich ja einen kleinen Unfall mit meinem Knie. Das hatte ich gestern auch. Nur, dass nichts Schlimmes war. Ich stand hier, wo ich jetzt stehe, und habe halt einfach nur so den Karton, ich kann es nicht fester machen, den Karton getreten. Einfach nur so. Ne? Ja, das habe ich dann so feste gemacht, dass anscheinend, ich weiß nicht, wie man das beschreiben würde ich das mit ausgekugelt, aber das ist so, das kann nicht sein. Das ist irgendwas mit der Kniescheibe wieder gewesen. Auf jeden Fall war mein Bein quasi ja, überdehnt, überstreckt. Boah, das ist so schlimm. Es ist wie, als wenn dein Bein quasi von deinem Knie abgeht und einfach rumbaumelt. Und das ist so ein Schmerz, ne? Das ist zu höllisch weh. Und ihr habt bestimmt auch gemerkt, dass ich jetzt schon die ganze Zeit humpel. Es geht aber tatsächlich wieder. Also ich kann es leicht knicken. Aber nicht so sehr. Also aufstehen und sowas ist jetzt nicht so flott. Und so, aber ich bin ja auch so nicht flott, hat er eben gesagt. Ja, Marc hat seine eigene Geschwindigkeit. Ja, das sowieso. Ja gut, wie gesagt, ich will nicht weiter quatschen, das ist ein ultra lange Take. Danke Tim, dass wir hier gearbeitet haben. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, vom M oder ein anderes Video. Ich denke, dass es nicht mehr so viele Teile werden von dem Auto. Ist ja auch schon fast fertig. Fast. aber tatsächlich viel kommt ja nicht mehr mit rein. Der Motor, das Getriebe, was da hinten steht, ein paar Kotflügel, Motorhaube, Front. Stoßstange vorne, hinten, ja. Schweller, Scheiben. Ja gut, Scheiben, aber der muss man drauf warten, die sind noch nicht da. Aber gut, aber bis wir damit fertig sind, sind die Scheiben auch da. Rückleuchte, Vollgas, Sitz, Lenkung. Ja gut, das sind aber Sachen, die an einem Tag machbar sind. Gurte. So.
Ja, Gutter, da habe ich ja neue Schrotgutter, der Gut. Gut, haut rein, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.